öffentliche Güter. Um das Marktversagensargument der öffentlichen Güter zu verstehen, ist es zunächst wichtig zu unterscheiden zwischen öffentlich bereitgestellten Gütern und öffentlichen Gütern in der Definition der Ökonomen als Marktversagensargument. Dazu benutzen wir zur Unterscheidung von öffentlichen und anderen Gütern das Kriterium der Rivalität im Konsum und der Ausschließbarkeit vom Konsum. Die Rivalität im Konsum fragt danach, ob mein Wohlempfinden davon abhängt, ob und wie viele andere Nutzer das Gut auch noch benutzen, dieselbe Einheit des Gutes auch noch benutzen, neben mir. Also, ob es mir etwas ausmacht, ob ich alleine das Gut konsumiere oder ob wir zu zweit sind oder unendlich viele. Das Kriterium der Ausschließbarkeit vom Konsum fragt dann umgekehrt, kann ich den anderen überhaupt davon abhalten, das Gut zu nutzen, weil es mir nicht gefällt, dass die das auch nutzen. Beide Kriterien können nun vorliegen oder nicht vorliegen, das heißt erfüllt sein oder nicht erfüllt sein. Ne? Rivalität im Konsum liegt vor oder liegt nicht vor, Ausschließbarkeit liegt vor oder liegt nicht vor. Die Güter, die Sie normalerweise in den Modellen analysieren, sind private Güter. Und diese privaten Güter sind gekennzeichnet davon, dass sowohl die Rivalität im Konsum vorliegt, als auch eine Ausschließbarkeit vom Konsum gegeben ist. Nehmen wir ein Glas Kölsch. Rivalität im Konsum bedeutet, normalerweise verändert sich Ihr Nutzen, den Sie aus einem Glas Kölsch ziehen, je nachdem, ob Sie es alleine konsumieren können, ob Sie es mit jemandem teilen müssen oder ob jeder, der zufällig gerade in der Kneipe ist, sich mit Ihnen um das Glas Kölsch prügeln wird. Ja? Die Nutzung eines Kölschgetränks ist rival. Sie konkurrieren mit anderen. Es ist aber normalerweise auch die Ausschließbarkeit vom Konsum gegeben, technisch dadurch, dass Sie andere abhalten, das Glas zu trinken. Ja, machen Sie es mit körperlicher Gewalt oder schnappen Sie sich's und rennen Sie so schnell Sie können. Wie auch immer, technisch ist es theoretisch möglich, andere vom Konsum Ihres Kölschs abzuhalten. Und auch rechtlich ist die Ausschließbarkeit normalerweise gegeben in unserer Eigentumsordnung. Wenn Sie das Kölsch bezahlt haben, dann dürfen üblicherweise Sie entscheiden, ob Sie das Kölsch mit anderen teilen oder nicht. Das Gegenstück dazu in dieser Konstellation der beiden Kriterien, das sind die öffentlichen Güter. Öffentliche Güter sind also dadurch gekennzeichnet, dass weder eine Rivalität im Konsum vorliegt, noch eine Ausschließbarkeit vom Konsum gegeben ist. Was kann das sein? Nun, ich nehme gerne das Beispiel des Anschauens, des Betrachtens von Feuerwerk. Wenn Sie rein in Flammen als Event nehmen, wo also viel wunderbar arrangiertes Feuerwerk in den Himmel geschossen wird, dann ist das normalerweise nicht rival im Konsum, denn Ihr Nutzen, Ihre Faszination von dem Schauspiel ist normalerweise nicht unmittelbar davon betroffen, ob in der Parallelstraße noch jemand steht und ebenfalls den Blick gen Himmel richtet. Ja? Es ist Ihnen also egal, solange Sie nicht gedrängt auf der Hohenzollernbrücke stehen, ist es Ihnen egal, ob noch andere auch nach oben schauen und das Feuerwerk betrachten oder nicht. Ihr Nutzen ändert sich daraufhin nicht. Und die Ausschließbarkeit vom Konsum ist auch nicht gegeben, denn jeder, der zufällig an diesem Abend in der Kölner Altstadt oder am Rheinufer ist, wird das Feuerwerk sehen, ob er will oder nicht. Das heißt, die Ausschließbarkeit ist nicht gegeben. Technisch nicht. Ne? Wir müssten irgendwie die Leute mit irgendwelchen technischen Vorrichtungen davon abhängen, in den Himmel zu gucken. Und auch rechtlich nicht, weil dazu müssten wir irgendein Argument haben, warum wir die Leute davon abhalten dürfen, zum fraglichen Zeitpunkt in der Nähe der Kölner Altstadt zu sein. Dann gibt es noch Mischgüter. Das wird aus dieser Matrix hier klar. Es gibt also Güter, bei denen eins der beiden Kriterien erfüllt ist und das andere nicht. Der Vollständigkeit halber seien die erwähnt. Das eine sind sogenannte Mautgüter. Bei den Mautgütern liegt zwar keine Rivalität im Konsum vor, aber die Ausschließbarkeit ist problemlos gegeben.
Das sind eben Güter, bei denen Sie eine Maut erheben können. Denken Sie also ruhig an die italienische Autobahn. Üblicherweise, wenn nicht gerade ein Stau ist, könnte ruhig noch ein weiteres Auto auf der Autobahn sein, ohne dass Ihr Nutzen dadurch beeinträchtigt würde. Aber es ist eben problemlos möglich, die Leute vom Konsum, vom Nutzen der Autobahn abzuhalten. Wenn sie keine Maut zahlen, dann werden sie eben nicht durch die Mautstation durchgelassen, kommen nicht auf die Straße. Das andere Mischgut sind sogenannte Allmendegüter. Hier liegt die Rivalität vor, aber der Ausschluss macht Probleme. Das sind Güter, bei denen es meistens weniger die technische Seite ist, die beim Ausschluss Probleme macht, sondern mehr die rechtliche Seite. Denken Sie beispielsweise an das Problem der Überfischung in internationalen Gewässern. Wir haben ganz klar die Situation der Rivalität. Jeder weitere Fischer senkt den Nutzen für alle anderen und mal sowieso für die Zukunft, falls irgendwann die Fischgründe komplett zerstört werden. Aber wir haben rechtlich keine Möglichkeit, den Ausschluss durchzusetzen. Wir wollen uns aber mit öffentlichen Gütern befassen, das heißt, wir abstrahieren von den Mischgütern und konzentrieren uns auf den Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Gütern, weil wir das gut klar machen können. Schauen wir uns kurz an, wie die optimale Bereitstellung im Fall der privaten Güter ging, damit wir dann den Unterschied zu den öffentlichen Gütern begreifen. Also jetzt geht es kurz nochmal um private Güter. Bei privaten Gütern ist es so, dass wir die individuellen Nachfragen der jeweiligen Betroffenen horizontal zur Marktnachfrage addieren. Das bedeutet, horizontale Addition bedeutet, wir fragen, wie groß ist die nachgefragte Menge bei einem bestimmten Preis. Wir können das am einfachsten machen, indem wir die Sättigungsmenge nehmen. Das heißt, wir unterstellen, dass es einen Nullpreis gibt. Dann würde Individuum N1 eine bestimmte Sättigungsmenge nachfragen und Individuum 2 eine größere Sättigungsmenge nachfragen. Wenn wir zum Nullpreis beiden Individuen die Sättigungsmenge erlauben wollen, dann müssen wir die jeweiligen Sättigungsmengen aufaddieren. Warum? Weil wir es mit rivalen Gütern zu tun haben. Wenn Sie also Freibier ausloben und wollen, dass alle zufrieden sind, dann müssen Sie die Menge bereitstellen, die der Summe entspricht, dessen, was jeder einzelne Nachfrager bei Freibier konsumieren möchte. Ja, weil die sonst konkurrieren, die können nicht dasselbe benutzen. Das heißt, wir addieren horizontal auf, haben die Gesamtnachfrage. Die Gesamtnachfrage lassen wir korrespondieren mit der Gesamtangebotskurve. Daraus ergibt sich der Gleichgewichtspreis. Und wenn Sie nun wissen wollen, wie die mit dem Gleichgewichtspreis korrespondierende Gleichgewichtsmenge zwischen den Individuen aufgeteilt wird, dann schauen Sie wieder auf die individuellen Nachfragekurven. Jedes Individuum erhält eben die Menge, die es bei diesem Preis nachfragt, und zahlt pro Einheit denselben Preis. Ja? Das heißt, alle zahlen pro Einheit P Stern. Individuum N1 fragt zu diesem Preis die Menge X1 nach. Individuum 2 will zu diesem Preis die Menge X2. Und sie müssen insgesamt bereitstellen die Menge X1 plus X2. Die Situation, um sie festzuhalten, ist dergestalt, dass sie bei privaten Gütern den Grenznutzen jedes einzelnen Individuums, also dessen Zahlungsbereitschaft für die letzte Einheit, die er nachfragt, abgleichen mit den Grenzkosten in der Bereitstellung. Also Grenzkosten ist gleich Grenznutzen von 1, gleich Grenznutzen von 2, gleich Grenznutzen von allen anderen Nachfragern. Bei öffentlichen Gütern ist das jetzt anders, denn bei öffentlichen Gütern herrscht keine Rivalität im Konsum. Wenn Sie also wissen wollen, wie viel würden die denn nachfragen von Rhein in Flammen Feuerwerk und Sie wollen wieder Nullpreis setzen, das heißt, Sie orientieren sich an der Sättigungsmenge, dann wäre es unsinnig, die Sättigungsmenge von Individuum 1 zu der Sättigungsmenge von Individuum 2 dazu zu addieren. Das wäre viel zu viel. Die können dieselben Raketen angucken. Sie gehen also umgekehrt vor. Die Sättigungsmenge von N2 ist vollkommen ausreichend, weil N1 schon vorher
erst mitkonsumiert hat und dann abgewunken hat und schon nach Hause gegangen ist, denn seine Sättigungsmenge wurde früher erreicht. Deshalb gehen Sie bei öffentlichen Gütern anders vor. Sie addieren hier die Nachfrage vertikal auf. Das heißt, Sie fragen, wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft des einzelnen Individuums bei einer bestimmten Menge? Und addieren diese Zahlungsbereitschaften auf, denn das ist der Topf, das ist das Budget, was die Individuen gemeinsam dafür ausgeben können, ihre Nachfrage zu entfalten. Das heißt, wenn Sie umgekehrt vorgehen wollen, Sie wollen die Nachfrage der beiden für Feuerwerk bei Rhein in Flammen aggregieren, dann fragen Sie beispielsweise nach dem Reservationspreis. Also wie hoch ist der Preis, den N1 für die erste Rakete zu zahlen bereit wäre? Ja, also Sie orientieren sich am Ordinatenschnittpunkt. Wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft, die N2 für die erste Rakete investieren würde? Jetzt können Sie den Reservationspreis von N1 zu dem Reservationspreis von N2 zusammenaddieren und dann wissen Sie, wie viel die beiden gemeinsam für die erste Rakete ausgeben würden. So machen Sie das für jede Menge. Sie fragen also bei einer bestimmten Menge, wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft in Summe? Vertikale Addition der Nachfrage ist die Marktnachfrage. Die gleichen Sie ab mit dem Marktangebot und erhalten so die Gleichgewichtsmenge, die nun beide Konsumenten oder alle N-Konsumenten konsumieren werden. Und wenn Sie jetzt eben andersrum fragen, alle konsumieren dieselbe Menge, aber wie viel werden Sie dafür bezahlen müssen, dann orientieren Sie sich wieder an den individuellen Nachfragekurven und fragen, wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft von Individuum 1 und von Individuum 2 für diese Menge x Stern. Und die Summe dieser beiden Zahlungsbereitschaften muss dann natürlich dem Gleichgewichtspreis entsprechen, der aufgebracht werden muss, damit der Anbieter auch diese Menge ausbringt. Hier ist jetzt die Überlegung also anders. Sie gleichen jetzt die Grenzkosten des Anbieters, die sich unverändert ermitteln lassen, mit der Summe der Grenznutzen ab. Das heißt, Sie haben Grenzkosten des Angebots ist gleich Grenznutzen von Individuum 1 plus Grenznutzen von Individuum 2 plus Grenznutzen von allen anderen. Theoretisch wäre das kein Problem. Das heißt, wenn alle Individuen ehrlich und uneigennützig ihre wahre Zahlungsbereitschaft offenbaren, dann haben wir überhaupt kein Problem, die effiziente Bereitstellungsmenge festzustellen und diese Bereitstellung auch effizient zu bepreisen, nämlich mit Lindahlpreisen, mit personifizierten Preisen. Jeder zahlt etwas anderes und zwar gemäß seiner Zahlungsbereitschaft für die letzte Einheit. So, und jetzt kommt aber das Kriterium der Nichtausschließbarkeit. Die Nichtausschließbarkeit bereitet uns ein Problem. Sie führt nämlich dazu, dass die Strategie des Trittbrettfahrens möglich wird. Individuen können aufgrund der Nichtausschließbarkeit im Fall öffentlicher Güter davon ausgehen, dass sie sowieso von der Bereitstellung des Guts profitieren können, wenn die anderen zahlen. Wenn es also überhaupt zu Rhein in Flammen kommt, dann können Sie Rhein in Flammen auch sehen, wenn Sie persönlich bei der Befragung behauptet haben, Sie hätten keine Zahlungsbereitschaft für Feuerwerk. Und wenn Sie ahnen, dass Sie gemäß Ihrer angegebenen Zahlungsbereitschaft herangezogen werden zur Finanzierung, dann haben Sie auch einen Anreiz, Ihre wahre Zahlungsbereitschaft wenigstens zu untertreiben, wenn nicht gar komplett zu negieren. Ja, Sie haben also einen Anreiz, Ihre tatsächlichen Präferenzen zu verschleiern. Daraus gibt es die starke Freerider-These und die schwache Freerider-These. Die starke Freerider-These würde sagen, nun ja, wenn sowohl Individuum 1 als auch Individuum 2 diese Anreizsituation durchdringen, dann werden sie beide behaupten, keinerlei Zahlungsbereitschaft zu haben und dann kommt es schlicht zu keiner Bereitstellung des öffentlichen Guts. Es wird kein Feuerwerk geben. There will be nothing to freeride on. Empirisch ist das äußerst unwahrscheinlich. Empirisch kommt es auch bei öffentlichen Gütern fast immer zu einer gewissen Bereitstellung. Das liegt an allen möglichen Dingen, die eben
nicht unmittelbar in unserem Modell, in unserer simplen Vorstellung des Rationalverhaltens vorkommen. Deshalb gibt es zweitens die schwache Freerider-These. Auch die führt zu einem Marktversagen. Sie besagt eben nur, na, es ist aber immerhin plausibel, dass einige oder im Grenzfall auch nur ein Individuum die wahre Zahlungsbereitschaft ein bisschen untertreibt. Und sobald irgendjemand seine Zahlungsbereitschaft untertreibt, wird es zu einer zu geringen Menge des öffentlichen Guts kommen. Das heißt, individuell rationales Verhalten führt zu einem kollektiv irrationalen Ergebnis. Es wird zu wenig bereitgestellt, obwohl eigentlich mehr Feuerwerk lohnend wäre. Nun, notwendige Bedingungen erfüllt. Damit wir einen Staatseingriff erwägen können, brauchen wir noch die hinreichende Bedingung. Wir müssen uns also fragen, wie macht es denn der Staat, wenn er mit öffentlichen Gütern umgeht? Wenn das Parlament über die Bereitstellung öffentlicher Güter berät, dann wird es in irgendeiner Form die Menge festlegen müssen und den Finanzierungsanteil, den der einzelne Bürger trägt. Wie machen die Politiker das? Nun, vermutlich werden sie Experten anhören, um sich in irgendeiner Weise plausibel einer bestimmten Menge zu nähern. Allerdings ist klar, die Experten werden es nicht im Punkt genau wissen. Und zum Zweiten kommt dazu, im politischen Geschäft gibt es immer noch etwas andere Logiken. Ne? Man muss vielleicht dem Koalitionspartner einen Gefallen tun, man muss vielleicht dem einen oder anderen Lobbyisten etwas zurückgeben, der einem vor kurzem doch auch ganz gut geholfen hat und. Also warum genau, wie die politische Entscheidung über die Menge getroffen wird, steht in den Sternen. Und mit Sicherheit wird es jedenfalls nicht die ideale Menge sein, die wir gerade theoretisch abgeleitet haben, denn auch in kollektiven Entscheidungsprozessen mangelt es an einem Verfahren zur Ermittlung der tatsächlichen Zahlungsbereitschaft. Das heißt, weder die Menge noch die Zahlungsanteile für Einzelne werden ideal sein, werden effizient sein, wie in unserem Modell. Und das bedeutet, die Erwartung der Vorteilhaftigkeit einer staatlichen Bereitstellung öffentlicher Güter im Vergleich zur dezentralen Bereitstellung muss im jeweiligen Einzelfall geprüft werden. Sie müssen im jeweiligen Einzelfall überlegen, wie viel würde denn dezentral bereitgestellt? Wie sehr werden Untertreibungen das Ergebnis verzerren und wie viel kommt doch zustande? Wie genau können meine Experten abschätzen, was die richtige Menge ist? Wie genau werde ich mich an den Expertenrat halten können aufgrund der politischen Machtkonstellation? Und wie schlimm finde ich die einheitliche Bepreisung aus dem Steueraufkommen sozusagen. Ne? Jeder zahlt halt seinen Steueranteil an dem öffentlichen Gut. Das ist natürlich nicht dasselbe wie die Zahlungsbereitschaft für das bestimmte öffentliche Gut, hat damit überhaupt keinen Berührungspunkt. Wie schlimm empfinde ich diese Präferenzverfehlung, die damit einhergeht? Ist das schlimmer oder weniger schlimm, als wenn es dezentral nicht oder zu wenig bereitgestellt wird? Das wird im Einzelfall abzuwägen sein. Tschüss.